Nördlich von Frankfurt liegt eingebettet in sanfte Höhen mit steilen Hängen zur Oder die Stadt Les Buses. Seit Anfang Februar 1945 stand diese Stadt im Mittelpunkt entscheidender Kampfhandlungen beim Durchbruch der Roten Armee in der Berliner Operation. Durch die 8. Gardearmee nördlich von Les Buses und die 69. Armee direkt vor der Stadt wurden zunächst Brückenköpfe an den Oderübergängen gebildet. Diese verlustreichen Kämpfe hatten zur Folge, dass sich in Les Buses zwei Kriegsgräberstätten befinden. Auf dem sowjetischen Friedhof in Les Buses befindet sich eine Gräberstelle als Sammelgrab für etwa 4000 Soldaten, gefallen in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945. Am 8. Mai wird sich zum 61. Mal der Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus durch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition. Dieser Tag ist der Tag eines triumphalen Sieges über einen starken und gefährlichen Gegner. Er ist ein Tag, der in den Gedenken an die, die ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus verloren. Er ist ein Tag der Mahnung, alles zu tun, damit so ein Regime wie das Hitler-Regime niemals mehr Macht erlangt und alles zu unternehmen, damit unsere Kinder, Enkel und Urenkel Krieg nur noch aus Lehrbüchern kennen. Die letzte große Schlacht des Roten Weltkrieges war die Schlacht um Berlin. Die Stadt Les Buses gehörte zum Gebiet des Brückenkopfes westlich der Oder. Die Stadt war gänzlich oder teilweise in wechselnder Hand. Am Beginn des Jahres 1945 war die Kampfgebiet. Im Februar wurde die Bevölkerung evakuiert. Die Stadt wurde zu 95% zerstört, was von der Härte der Kämpfe zeugt. Nach Aussagen des Chronisten der Stadt fielen bei den Kampfkämpfen in die Buses und in der leeren Umgebung 1000 Sowjetsoldaten. Im Januar 1994 wurden noch 23 Soldaten der Roten Armee beigesetzt, die im Rahmen einer deutsch-russischen Suchaktion im Oderbruch geborgen wurden.
Am 11. November 2005 fand die Beisetzung von weiteren 24 Soldaten der Roten Armee statt, die bei Ausgrabungen gefunden wurden, und es ist geplant, auch weiterhin Kriegstote der Roten Armee nach Lebus umzubetten. Unweit dieses Friedhofs mit Ehrenmal befindet sich die Kriegsgräberstätte für über 300 deutsche Soldaten, die in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 gefallen sind. Von diesen sind 260 namentlich bekannt. Der Ort Lebus ist mit diesen Städten deshalb vor allem ein Symbol für die Versöhnung über Grenzen hinweg und der Mahnung bezüglich der Schrecken des Krieges.